Mit der plus 5 tue ich das tatsächlich. Sind Talentproben auch erschwert durch die Furcht? Nope, Attacke Parade. Gut, alles klar. Dann ist er fertig auf seiner ekelhaften kleinen 6. Die Maraskaner versuchen wieder anzugreifen. Sie sagen sogar einen Wuchtanschlag. Was machen die denn? Wucht. Vier. Wucht, na gut, Wucht 4. Ich würfel einfach mal mit dem Säbel. Das sollte mit dem Überzahlbonus gelungen sein. Dann machen sie 4 Schaden mehr. 9 plus 4 sind 13. Bleibt hängen an der Rüstung. Ich meine, die dürfen schon alle drei würfeln, oder? Was sollen sie denn mehr würfeln als 6? Eine Eins auf ihre Attacke. Ach so. Ja, okay. Dann 1, 2. Da ist die Ja, da 1. haben wir Na sie. gut. 3 plus 4 sind 10, mal 2 sind 20. Dann ziehen wir da die 16 von ab und es kommen tatsächlich 6 Schaden durch. Und Sehr eine gut. Runde. Und keine. Ein Crit Ach ist immer so. eine Wunde. Ja, gut, dann schreibe ich meine Wunde auf. Auch wenn nur zwei Schaden durchgehen. Nee, 6 Schaden. Es ist, glaube ich, nicht mal Bedingung, dass Schaden durchgeht, oder? Bin ich mir nicht sicher. Doch, davon würde ich jetzt ausgehen, auf alle Fälle. Aber es ist Es klingt eine Autowunde. logisch, aber DSA-Regelwerke und Logik sind nur so. Wo macht er denn die Wunde? An welchem? Schauen wir mal nach. 2, rechtes Bein. Gut. Verliert er weiter Inni, oder? Nee, er darf Wow, erst Selbstbeherrschung würfeln. du willst den auch echt Passiert, unten warte mal, haben. er darf erstmal Selbstbeherrschung erschwert um 4, glaube ich, würfeln, um die Wunde zu unterdrücken. Um 4? 1, 2, Ja. 3. Selbstbeherrschung, Mut, Konstitution, KK. Alles unterwürfelt, schafft er. Dann verliert er keine Inni, weil er die Auswirkungen der Wunde ignorieren kann, bis der Kampf vorbei ist. Und ich denke, wenn der Kampf vorbei ist. Maraskana, Boltax. Ja. Ich hatte einen kleinen Fehler gemacht. Ich hatte auf einen anderen Zauberteil geguckt. Mein Lichtblitz ist um 7 erschwert, nicht um 4. Das heißt, ich habe nicht 7 übrig, sondern nur 4. Wollte ich an dieser Stelle nur nochmal ansagen. Der geht jetzt auf jeden Fall durch. Das heißt, Attacke und Parade sind von ihm jeweils nochmal um 2 erschwert und seine Inni sinkt nochmal um Jetzt, 4. aber doppelt sich das? Ich meine, er verliert Nein. Inni, wenn Blitz dich findet, Nein, weil er doppelt. blind Ja, wird. aber doppelt sich nicht. Also steht Ja. zumindest nicht im Zauber drin und ja. Ja, es macht doch auch keinen Sinn. Er verliert Inni, wenn Blitz dich findet, weil er blind wird. Er kann nicht nochmal Inni verlieren vom Flimflam, weil er blind Ja wird. gut, aber wir haben auch schon so gespielt, dass du Inni verlierst aus dem Blitz und dann hast du die nochmal geblendet. Also das ist ja Ja. die gleiche Chose. Das. Also das eine ist eine physische Blendung und das andere ist eine Blendung vor deinem geistigen Auge. Also. Gut, machen wir mal weiter. Ja. Rafim. Ja, Steh wartet da. mal. Ich krieg den vermutlich auch ab, oder? Du kriegst den auch ab, ja. Ach, nee, er ist ein Dann großer, möchte nee, ich. er ist ein großer Gegner. Also, das hat ja auch Vorteile, dass er groß ist und die Blitzkugel wird dann durch ihn selbst abgefangen. Du stehst in seinem Schatten. Aber Okay, Rafim gut. müsste sie sehen. Sonst hätte ich noch versucht, vor ihn zu kommen, aber ist Aber okay. Rafim steht leider schlecht. Ja. Ja, dann verliere ich Inni. Dann muss Rafim. Bist du jetzt fertig mit deiner Liturgie? Nein. Immer noch nicht. Ah, oh, Serpentilio. Er klopft den beiden auf den Rücken. Verzeiht, ich bin gleich wieder dabei. Ich glaube, ich werde hier gebraucht und sagt dann eine Aktionposition hier hinüber. Hast du nichts Nützliches? Aber Doch, deswegen werde ich hier gleich zaubern. Serpentilio ist da war noch nie in einem Scharmützel. Okay, lass den Aber Jungen mir. ein Gut, bisschen. darf ich? Ja. Eine Aktion, ich löse meine linke Augenschiene aus dadurch, und rufe Bal Pasha-Assa. Dadurch steigt meine Attacke um 10 und meine Inni um 10. Kostet mich 6 ASP. Diese 10 plus 10 Attacke würde ich verrechnen mit dem plus 4er Aufschlag. Also ich könnte noch einen plus 6er Wuchtschlag einsetzen. Den setze ich auch ein nochmal. Meine Attacke sozusagen normal, ich kriege aber 6 Trefferpunkte mehr. Verstanden? Verstanden. Kannst ja auch mal eine 10er Ansage machen. Und Wäre dann eine zumindest Waffe drin dran. gewesen. Und dann dran eine Waffe dran zerbrechen. Dann Schaden. Sind das 20 oder ist das Ist mehr? schon, Ist schon alles dran. ist schon, ist schon dran Gut, dann Trefferzone. Gut, das ist keine Wunde. Hätte ja sein können, dass du den Kopf triffst. Wer kommt nach Abelmir? Diamantas? Ich war schon dran, diese Kampfrunde abvorgezogen. Sulamin darf noch. Okay, die Erleichterung für von hinten ist 8.
Nee, oder? Nee, 5. Du morchelst ihn ja nicht außerhalb des Kampfes, sondern du greifst nur von hinten an, ist eine minus 5. Und Überzahl sind 4. Okay, ich hatte das Gefühl, das war mal mehr, aber dann 5 plus 4, das wäre eine 9er Erleichterung, 7er Erschwernis. Das heißt, es bleibt eine 2er Erleichterung. Das reicht für den 12er Wuchtschlag, oder? Ja, trau dich, komm, du bist Säbeltänzer. Ja, die Frage ist nur, Waffe zerbrechen muss man nur proben, wenn er pariert und von hinten pariert er nicht, ja? Deine Waffe ist sowieso unzerstörbar, oder? Ist sie nicht geweiht? Ja, sie ist geweiht. Ja, oder dann ist kann sie sowieso nicht zerbrechen. Okay, gut. Komm, Wuchtschlag 20. Außer du steckst sie in den Kasten. Also 20 finde ich doch ein bisschen übertrieben. Aber wir können... Ja, 12 können wir probieren. Ach, komm schon. 20, du willst doch nur, dass sie verfehlt. Und dann willst du sie mit ihrer massiven Parade erschweren, ist nicht so eine wegklatschen. Ja, zubeißen und dann ist sie tot. Wieso? Ich habe noch 2 Aktionen. Ich baue das erstmal klar ab. Ja, so, Würfel, hopp. Nur zur Lücke. Das ist misslungen. Hast du ein Schild? Nö, das schon mal nicht. Natürlich habe ich keinen Schild. Was glaubst du, warum ich hier so rumeiere? Okay, dann habe ich auf die nächste 2er Erleichterung, 6er Erschwernis. Schlag einfach erstmal zu. 5 hast du auf die nächste. 5. Ja, nur weil ich eine Erschwernis habe, heißt das ja nicht, dass ich nicht noch eine Ansage mache. Okay. Oder darf ich das nicht? Doch, natürlich darfst du das. Okay, 5er Erschwernis habe ich aktuell, ja? Mach nochmal eine plus 12. Dann nehmen wir noch eine 5er Erschwernis, das ist dann eine plus 10. Das hat geklappt. Hättest du doch mal eine Plus 12 machen sollen. Das ist jetzt ein Wuchtschlag 5, ja? Ja. Gut, dann Schaden. Plus 5 sind 13, ist also 0. Dann ist Sulamin fertig. Nee, ein Schlag hast du noch. Ich habe noch eine dritte Aktion. Zweier Erleichterung. Dann plus 6. Quatsch. Entschuldigung. Das kennen wir schon. Patzer, bitte. Ja, das kennen wir schon. Der Patzer ist auch bestätigt. Jetzt geht das wieder los. Schwerer Eigentreffer. Ich kann dich heilen, keine Sorge. 2W6, ja. Eigentreffer. Eigentreffer ist nicht so bad wie schwerer Eigentreffer. Eigentreffer macht dir Waffenschaden ohne TPKK. Das ist der eine Punkt ohne das andere. Ist aber trotzdem, der Wuchtschlag ist da drin, ne? Fuck. Nee. Das hängt nicht mit dem Manöver zusammen. Ihren eigenen Waffe verletzen, TP auswürfeln, keine zusätzlichen TP aus hoher KK oder Ansagen, eventuell sogar eine Wunde, bla bla bla, in die minus 3. Gut, aber wir nehmen trotzdem die 4, die du oben gewürfelt hast. Oder ist ja oben schon die 4 gewürfelt. Die nehmen wir trotzdem. Dann sind das nicht 9, sondern 11 Schaden. Das sind TP, du bräuchtest also eine Zone. Ja, Zone. Bauch. Dankenswerterweise diesmal nicht der Kopf. Wir haben wieder die 20. Du musst lernen, mit diesen Säbel umzugehen. Eines Tages schneidest du dich noch. Dann bekommst du 11 TP in deinen Bauch. Minus 5. Minus 5. Das ist keine Wunde. Hast du Glück. Aber mir kommt noch eine Aktion, ne? Ich hatte eine Aktion, den Zauber ausgelöst, die Armschienen und eine Aktion. Zulamin, du hast jetzt ja, wie viel, was hast du für eine Erschwernis? Auf die Parade? Eine Dreier. Eine Dreier und dann noch die Qualität von dem Schwanzschlag. Ich habe immer noch mehr Inni als er. Es geht nicht ums Gegenhalten. Also Parade. Ich habe eine Parade gewürfelt. Ja, das heißt, dass ich vor ihn ziehen kann, wenn er mich angreift, oder? Er hat de facto 2 Inni gegenwärtig. Er hat es sowieso nicht geschafft. Ich habe aber eine Parade gewürfelt. Ich wollte eine raufen und raufen geht auf die 18, der Angriff. Das heißt, das hätte ich geschafft. Nee, du hast Abzüge. Mit den Abzügen Parade. Dann nicht mehr, genau. Aber auf die 18 hätte ich normalerweise getroffen und nicht auf die 15. Das war mir nur wichtig, dass ich das gerade... okay, das war der Schwanzschlag. Und dann mache ich nochmal mit meinem Achverwahr auf Diamantis. Dann ziehe ich natürlich vor und das wird mir langsam zu viel. Ich kämpfe mich aus dem Kampfgeschehen heraus.
Und mit einer 4 verlasse ich seinen Kontrollbereich. Kann ich da noch einen Passierschlag machen? Nein, kann ich nicht. Nein. Gut. Kannst du nicht. Dann kann der Platz von Serpentilio wieder gefüllt werden. Das ist doch eine gute Idee. Nee, ich gehe da nicht hin. Diamantis kann dich reinschubsen. Dann greife ich einen normalen Maraskaner an. Das sollte gelungen sein, auch wenn da kein Wucht oder sowas drin ist. Das ist eine weitere Wunde für einen. Ich nehme den nächsten. Das heißt, er nimmt diesen hier. Dann ist der Fasresis ist fertig. Die Maraskaner stechen auch allesamt zu. Eben war es eine Wucht. Was habe ich gesagt? Wucht 4, ne? Jana? Daru? Ja, gerade mal. Dann machen wir jetzt Wucht 6 auf die 10. Nehmen wir gleich 1, 2, 3 Stück auf die 10. Da treffen 2 Stück. 1, 2. Wir nehmen die oberen beiden. Einmal die 4 plus 10 sind 14. Einmal die 9 plus. Nicht plus 10, sondern plus 6. 9 plus 6 sind 15, hilft aber auch nicht. Mehr Wucht. Nach dem Maraskanan das Rafim. Bist du jetzt endlich fertig? Nein. Warum nicht? Weil ich 9 Runden brauche und das ist die 8. ist. Genau. Alles, was ich tue, ist momentan Rafim Zeit zu kaufen. Boltax. Ja, ich mach diese Runde auch nichts, außer dass ich die Flammenwände halt weiter am Lodern halte. Hast du, der Typ wäre dann dankbar. Er hat eine Rüstung an, ja? Oder hat er wirklich nur das Schwarze? Er hat seine natürliche Rüstung und eine zusätzliche chorheilige Rüstung. Okay, dann brennt roter Stoff. Ich möchte einmal die Reichweite. Achso, Interpretationsfrage von deiner Seite. Die Reichweitenkategorie ist wie folgt: Berührung, dann ein Schritt, Klammer auf, oder ZFW spannen. Wenn meine Basisreichweite Berührung war, darf ich mir dann aussuchen, in welche dieser beiden Kategorien ich gehe? Mein oder ist Finger. Eine vorgeschrieben? Doch, okay, Finger. Weil dann nehme ich ZFW spannen, weil dann reicht mir einmal. Dann, ich möchte die Reichweite einmal aufstufen und ich möchte die Zauberdauer einmal verkürzen. Kannst du mir mal sagen, was ein Spann ist? 20 cm? Ja. Mhm. Oh, du hast recht. Das mit dem Zauberdauer, lass mal das Zauberdauer sparen wir uns. Vergrößern wir nur die Reichweite einmal. Dann dauert das Ganze 3 Aktionen. Ich sag dir also Anfang nächste Runde Bescheid, ja? Cool. Aber was genau visierst du an? Seine natürliche Rüstung? Nein, seine natürliche Rüstung kann ich nicht anvisieren, weil sie zu ihm gehört. Ja, dann. Dachte ich mir, was genau willst du denn anvisieren? Weil er hat nur das schwarze Fell und seine natürliche Rüstung. Und den Achtfarben. Er hat gerade gesagt, er hat eine chorheilige Rüstung an. Ja, die schwarze Fell ist Lethobi. Ach so, sorry. Ich stellte mir vor, dass das irgendwie, dass er noch ein Lederharnisch umhatte. Nee, das ist das schwarze Fell. Nur eben, dass es ein Schubkleid ist. Okay, dann kann man es hier falsch an. Ja, dann visiere ich natürlich den Achtfarben an. Gut. Ja. Gut, nächster erstmal. Achso, okay, dann ist noch nicht durch. Dann Voltax. Ich habe ja schon gesagt, ich mache diese Runde nichts, außer halt weiter hochzuhalten. Stimmt. Dokar, Diamantis. Ich habe diese Kampfrunde noch eine Aktion. Und die nutze ich in einer freien Aktion, lasse ich mal durchfallen und ziehe meine Balestrina, fange an, die zu laden. Gut, dann zu Gavin. Gut, wenn ich mich nicht verrechnet habe, wird jetzt aus der Zweier-Erleichterung eine Einser-Erschwernis. Und damit nehme ich eine Erschwernis von 9 für einen Wuchtschlag 8. Das misslingt. Wow, alles klar. Ja, ich, gut, Hälfte gut. Von 9 wird aufgerundet. Das heißt, 9 das sind 5. 10 sind 5. Und nur Erschwernis. Habe mir da vorher noch. Ja, ich bin auch noch dran, aber ich würde mal abwarten, was von der Minute fertig ist. Okay. Fertig? Okay. Ich würde mir zusätzlich noch einen Wuchtschlag 3 rein interpretieren. Ich greife auf die 15 also an. Komm, rein interpretieren. Wuchtschlag 10 mach ich jetzt mal. Gott. Ihr könnt mich noch parieren. Er pariert dich nicht, nein. Du bist seiner nicht würdig. Okay. 27, 16 weniger sind 11, richtig? Ja. Mhm. Das ist keine Wunde. Das ist noch keine Wunde, nein. Nicht bei seiner Konstitution. Dann hat er jetzt bekommen 2, 6, 6, 11 sind 12, sind 14, sind 25 Schadenspunkte. Sulamin darf noch. Ich habe eine 3er Erschwernis. Ich sage einen 6er Wuchtschlag an. Damit sind wir wieder bei der plus 9. Und das ist gelungen. Ja, Schaden.
Plus 6. Plus 6, dann ist das unter also meinem 14. Schutz. Genau. Abelmir, hast du noch eine Aktion? Ja, ich würde dann nochmal das gleiche machen. Plus 3 wieder. Gut. Ich würde haargenau treffen. Mit wie viel Wucht? Die sind plus 13, also hab ich wie du denkst dann, dass die 7er Schwernis noch gilt, ja? Die habe ich vorhin schon reingerechnet, extra deswegen. Achso, also okay. Das wären jetzt 24 sind plus 3 gedacht. 24. Mit einer 16er sind dann 8 Schadenspunkte. Dann ist er bei 33. Nächste Kampfrunde. Noch nicht. Meine letzte Aktion ist noch. Ich mache einen 10er Wuchtschlag mit einer 2er Erleichterung. Bullshit. Das ist nicht geschafft. Gut, dann merke ich mir die Erschwernis fürs nächste Mal. Das sind wieder 5 Stück, ne? Für die nächste Runde. Ja. Dann ist jetzt aber Rafim fertig. Ich möchte vorziehen. Darfst du sogar. Also, brenner Stotterstoff, einmal Reichweite erhöhen in der Drachenblut-Variante. Ist eine Erschwernis von Reichweite gibt 5, was sich Gildenmagier auf 3 runterhalbiert. Drachenblut-Variante bleibt deswegen bei 5, sind wir bei 8. Ist erleichtert um einen Punkt, weil es sich um einen Umweltzauber handelt, durch einen entsprechenden Objektzauber und ich einen entsprechenden Merkmalsfokus habe. Ist also eine 7er Erschwernis. Und jetzt schaut mir zu, wie ich den Jungen abbrenne. Ist gar nicht mal so gut. Auf den Achva war. Ihr hört, oder ich glaube, Abelmir hört es nur, wie Serpentilo sehr understated den einfachen Befehl Brenne an die Materie gibt. Und dann gibt es so kleine Ploppen, wenn ihr nasses Holz in ein Lagerfeuer werft. Und der Achva war glüht wie Eisen, das frisch aus der Schmiede geholt wird. Ich nehme an, er ist geweiht und zerfällt deswegen nicht zu Asche. Er ist geweiht, ja. Halt. Aber er hält ihn deswegen, was die Hälfte von 17? 17 sind 18, sind 9. Okay, deswegen hält er 9W6 Schaden. 9W6? Ja. Junge. Jo. Ja. Sind das die Regeln? Das sind die Regeln. 34. Ja, das sind die Regeln. Oh, Junge. Das reicht. Dass du mal wieder Rafim den Kill klaust. Aber es sind ja noch welche da. Dann könnt ihr schmerzenden Schrei von ihm hören, der euch alle einen halben Schritt zurücktaumeln lässt. Und spürt ein weiteres Beben, was von ihm ausgeht, während er seinen kochheiligen Achfawar-Spieß, der schon Menschenblut gekostet hat, oder auch andere Echsen, fallen lässt, sich an seine Pranke greift und das schwarze Feuer dann von seiner Hand in seinen Arm hochzieht, der dann mit einem Drachenfeuer verglüht und verbröckelt, bis er dann auf ein Knie geht, das zweite Knie, und dann könnt ihr ein weiteres Beben spüren, was allerdings nicht von ihm ausgeht, sondern von Rafim. Es ist eine nicht-dämonische Variante, oder, Daro? Es ist elementares Feuer. Aber vermutlich aufgrund der gelernten Repräsentation wird es trotzdem eher so diese blau-schwarze Dämonen-Style haben. Nee, es geht nur darum, weil mein Feuer, was ich raufbeschworen habe, ja elementares Feuer ist. Es hätte sich eventuell gebissen, aber... Ja. Nee, es ist... Das ist gut. Ich bin ja ein Profi. Also es ist deborberadianisiert, korrekt? Ja, Kajon an Silberbrauers Meisterwerk. So. Ich muss jetzt meine Liturgie noch würfeln. Vielleicht passiert nämlich auch gar nichts. Das hoffe ich jetzt gerade irgendwie, aber gut. Du kannst abbrechen. Nein, das ist nochmal um 2 Punkte erschwert, weil es jetzt gerade 2. Lass mich nicht lügen. Du hast ja noch weitere Echsen, die da rumstehen. Genau, ist eine Grad 2 Liturgie. Die Wirkungsdauer ist aufgestuft. Dementsprechend dauert es jetzt nicht LKP-Kampfrunden mal 10, sondern ich glaube LKP-Spielrunden in Kampfrunden. Rafim wirkt im Prinzip das gleiche, was die Echse scheinbar auch schon gewirkt hat. Rafim würde noch einmal Miram mit seiner Hand über den Kopf fahren. Jetzt töten wir sie. Unwürdig. Und ich suche mir neue Gegner. Ja, damit könnt ihr die Formation auflösen. Bortax kann seine Seelenfeuerwand vermindern und im Vorbeigehen könnt ihr die beiden bewusstlosen Echsen stechen. Das werden die Maraskan übernehmen und dann mit einem Sturmangriff auf die Formation, die Front der maraskanischen Achas zu rennen, schreiten, den Boden unter euch beben lassen.
Hast du Rüstungsschutz erhöht, Rafim? Nee, ne? Nein, aber es ist eine 7er erschwertes Mutprobe, um mich anzugreifen. Sie würfeln mal eine Mutprobe. 2, genau. Das kriegen sie hin. Dann werden sie auf alle Fälle noch Wurfspeere in deine Richtung schleudern. Nicht auf die Reichweite. Nicht auf die Reichweite, aber wenn dir dann irgendwann auf sie rankommt. Ich würfel einfach mal sporadisch mit einer 8 und sie würden dann auch sporadisch treffen. Für sporadischen 7 Trefferpunkte. Wie hoch ist deine Rüstung auf ihm? Kommt drauf an, wo sie treffen. Ja, ich würfel einfach mal spaßeshalber. Nehmen wir deine. Bein. Das Bein. Ja, so dass zahlreiche. Ist egal. So dass zahlreiche. Ist es egal? Ich habe einmal 7, einmal 8 Rüstung. Okay. Ja, wenn ihr dann gemeinsam auf sie zumarschiert, die Echsen weichen halt einen halben Schritt entweder von ihren Pilzen oder aber von ihrer Position aus zurück, schleudern und schmeißen ihre Speere in deine Richtung, die bleiben in deiner Rüstung stecken, du streifst sie ab und gemeinsam könnt ihr sie vernichtend schlagen. Das dauert aber eine Weile, oder? Ja, selbstverständlich. Serpentine wird dann nämlich nicht mitlaufen. Bleibt noch jemand anders am Leichnam von diesem Kroxigor stehen? Ja, und zwar lade ich hier ganz gemächlich meine Abalone nach und schieße vielleicht zwei Schüsse während der Kampfdauer in die Horde hinein. Ich glaube, ich gehe auch nicht mit, aber es liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich mit dem Maraskanern hier die Echsen absteche. Okay, weil wenn hier noch jemand steht, tue ich jetzt nichts Fieses Schwarzmagisches, sondern stupse ihn einmal angewidert mit meinem Zauberstab und gehe dann weg. Also ein paar Schritte zurück. Und schaue dem Machverwahr beim noch eine Weile glühen zu. Ja, derweil beginnt das Schlachten in dem von Jonahor vor wenigen Jahren aufgetanen Gruben. Es kann nicht gut für die Balance dieses Ortes sein, hier mehr Blut zu vergießen. Es ist nur Echsenblut. Das ist nicht so schlimm. Blut ist Blut und Blut ist ein Kanal für die Niederhöllen. Wollt ihr mir helfen, die beiden hier ein wenig... ihr solltet ihnen etwas Wasser geben. Sag mal, Serpentilio, wie lange wird das die Waffe eigentlich noch so glühen? Weil das? Nun, sie hätte längst zur Asche verfallen sollen. Ich nehme an, sie ist... Nun, Serpentilio wischt einmal so aus dem Stand, also mit der Hand darüber, wo die Waffe auf dem Boden liegt, und die Flammen erlöschen sofort. Gebt ihr vielleicht noch einen Moment? Sie könnte heiß sein. Boltax, habt ihr... Danke sehr. Ja. Und dann möchte ich Boltax oder auch gerne alleine darum kümmern, den Hustenden ein wenig Wasser einzuflößen. Ja, ich würde ihnen was aus dem Wasserschlauch geben. Nimm. Ja, die Echsenbrut ist fort. Wir haben gesiegt. Werte Zeit noch einmal vielmals. Ihr wisst, eine Feldvariation eines solchen Zauberes hat immer ihre eigenen Tücken. Ich dachte nicht, dass er so schnell zu Boden sinken würde. Nun ist er gut. Ihr seid ekelhaft. In der Tat. Ich schnuppere einmal. Den Zauber wird mir noch eine Stunde lang anhaften. Nun, was tut man nicht alles? Manche sind voller Blut, andere voller... Ihr redet wenig darüber, was genau es ist. Trinkt.